Hallo, liebe Leute, hier bei mit Jack Hacker und Jamie Lannister. Tyrion und die Daenerys und der Blut und der Blut und der Blut und natürlich Hodor! Wir haben heute unser Special, Leute. Jeder ist so ein bisschen in seiner Rolle. Jeder darf irgendwie was Spezielles machen oder nicht Hodor machen. Und ja, ihr werdet das, wollen wir alles erklären, Dave. Nein, ihr werdet das schon mitbekommen. Jetzt passend zum neuen Staffelstart. Eine richtige Special-Folge. Könnt ihr auch jeden Fall gerne mal ein Like da lassen. Hier für euch extra lang und extra cool. Oder in der Anleitung gibt es auf jeden Fall ein Like. Oder der Bluthund will ein Hähnchen. Oder? Okay. I want chicken. Oder? Ich verlange, dass Jamie Lannister mein Partner wird. Oh. Okay. Ich bin aber nicht Jamie. Also, so halb. Oder? Ich verlange, dass Joffrey mein Partner wird. Hallo. Hi. Joffrey. Ein Mann hat gesehen, wie sich zwei unbekannte Gestalten zusammengetan haben. Oder? Ich komm nicht mit. Ich kann nicht mit. Da war irgendwo ein Baby. Zu jung. Meins war's nicht, meins war's nicht. Ich nee, zu alt. Meins ist tot. Oder? Entschuldigung. Ein Mann hat einen Mord mit einem Boomerang beobachtet. Hodor? 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 Hodor, Hodor? Oh mein Gott. Alter, was sind diese Türen los hier? Meine Wache wird hier heute nicht enden, ne? Oh mein Gott! Dieser kleine Bengel ist es! Ich mach dich fertig! Oh Mann! So, Nils und... Drache! Hast du mich jetzt irgendwie direkt getötet? Ja, sorry, Mann. Sorry, Joffrey. Drache! Drache! Also, das hat aber auch schon ein bisschen gepasst, oder? Ja, aber das sollte das nicht bis zum Ende eigentlich? Ja, so? Theoretisch schon, aber du standst da halt. Hat er jetzt? Ja, ich wurde blockiert von irgendwem. Ja, die verstanden beide links und rechts. Ja, du bist halt sein Untergebener gewesen. Der ist halt. Ja, du hast halt die schlechtere Rolle. Ich hatte halt meinen Bastard-Launcher. Und Bastard-Launcher. Der ging halt los. Ho, so stumpf, sorry. Ey. Hey. Au! Oh, ich bin wieder falsch hier. Hodor. Hallo. Hodor? Ein Mann hat gesehen, dass diese Treppe nicht breit genug ist für zwei Leute. Na toll, die Treppe schon mal wieder hoch. Es sind überall Feuer. Nein. Überall Feuer. Die Drachen. Oh Gott, oh Gott. Frau. Wie? Was? Feuer? Mala Morghulis. Oh, nein. Hodor? Achso, ja. Hodor? Hodor hat eine tiefe. Hodor hat eine tiefe Stimme. Ich wollte gerade sagen, wir haben heute den Nuchen-Hodor bei uns. Hodor. Hat eine Pistole für mich. Glaube, danach ist er heißer, nach der Aufnahme. Hier, ich habe gerade einen Mord beobachtet. Ah, oh, danke. Hier liegt einer. Der Blutkind hat gerade jemanden. Oh, was? Daenerys ist tot. Valar Morghulis, der Bluthund. Valar Dohaeris. Jamie kommt von einem König und untersucht den Tatort. Das ist ein Befehl. Oh mein Gott. In dem Turm ist jemand gestorben. Ein Mann hat einen Traitor umgebracht. Ein weiterer Auftrag ausgeführt.
So. Ich muss ja gar keine Einhandwaffe nehmen, fällt mir gerade ein. Na. Bodor. Der Turm ist aber sauber. John, weißt du was? Bodor. Wer könnte es sein? Ich weiß gar nichts. Jamie, was ist jetzt hier mal an der Leiche? Ich gehe zu den Wildlingen, okay? Der Bluthund lebt wieder. Genau. Ja, der Bluthund lebt wieder, wirklich. Ja, Bananenbombe, Bananenbombe. Es ist... Valamogulis. Bluthund, Bluthund. Ja, ach nee, war doch auch schon der Tod. Das weiß ja sogar ich. Gar nicht schon Schnee. Valamogulis, Jamie Lannister. Hier liegt eine Leiche, aber ich weiß nicht, wer es ist. Es ist der... Ach ja. Valamogulis, John Schnee. Das ist ja witzig, dass jetzt John sein Leben töten musste. Ich hab's aber getan. Ja, er hat es getan. Sehr gut. Er hat ihn wiederbelebt. Aber ich dachte, mich so gut verstecke wie ich jetzt hier und dachte, das, ach, verdammt, er sieht ja das Tee. Hier, könnt ihr haben. Wo sind die Waffen? Ich will die Waffen. Könnt ihr haben. Nein, eine Diegel benutzt er mit zwei Händen. Hä, echt? Nein, nein, zählt als Pistole. Oh. Geht schon klar. Naja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ist die Preparing-Zeit gerade ein bisschen verpackt? Bei mir steht 5 Sekunden. 6 Minuten. 6 Minuten. Oh, Feuer. Hast du davon? Ha. Die Schmieden von Kastanienstein scheißen besseren Stahl. Hodor. Du bist nicht Hodor. Was? Ah, stimmt. Ein Mann wurden seine Waffen weggenommen. Ja, leider. Du bist das. Mit einer Axt kann ich viel besser umgehen. Ein Mann hat eine Leiche gefunden. Wow. Lass mich da gegen eine Diske hoch. Hier, der große Typ, der eine Bruder hat mich voll verprügelt gerade. Der große Typ. Feuer gegangen. Welche Leiche liegt da oben? Weg hier. Ein Mann würde die Befehle eines kleinen Mädchens annehmen. Bin ich hier den Namen? Sniper Reload! Ich wurde vergiftet. Ich habe leider noch keinen Namen. Ja, so das Gefühl, dass die Mädchennamen, oder nein, dass das Mädchen leider keine Namen. Ach nee, doch. Doch, ich darf Namen nennen, aber ich weiß leider keinen. Was weißt du eigentlich? Oh, ein Mann beobachtet einen sterbenden Menschen. Du weißt gar nicht, John Schnee. Ich glaube, der eine Mann John hat den sterbenden Menschen. John Schnee weiß zwar nichts, aber er ist es. Valamogulis, nein, der Bluthund. John Schnee weiß nicht, wovon du redest. Gar nichts, John Schnee. John Schnee. Du Verräter. Seh nichts leider. John Schnee ist mir meine Hand von genommen wurde, wurde mir jetzt mein Auge sogar erwischt. Ich glaube, der Schnee ist geschmolzen, mein Freund. Oh, Valamogulis, Jamie Lannister. Was? Nein. Oh, ich habe kann wieder eine Waffe führen. Aria, ach nee, du kannst nicht heilen. Einem Mann überkommt das Gefühl, als wenn nicht mehr viele Leute am Leben wären. Es lebt ja wirklich gar keiner mehr. Ein Mann würde jetzt gerne wissen, wer von den anderen noch am Leben ist. Also, normalerweise... Verdammt. 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 Donk. Jedes Mal die eine Fackel nehmen. Jedes Mal. Bastard verlassen. Das ist gut, meine Rache, du Bruder gefunden hast. Hodor. Er ist wieder Hodor. Das ist da mit E geschrieben. Er ist wieder Hodor. Oh, break that! Was machst du da mit meinem Bruder? Ach, sehr schön, ey. Wunderhübsch. Genau. Aber
Wir haben von Joffrey Baratheon noch nicht viel gehört. Genau. Ich glaube, Joffrey ist der ganze Zeit tot, ey. Also, der stirbt. Hodo. Gut so. Doch, der Blutfund hat. Mein Tod. Der schon mal? Ja, aber ich suche gerade, wer denn hier so nette Waffen hat. Schon wieder? Schon wieder. Alles klar, dann kann ich meine Shotgun benutzen. Ja, genau, dann wollte ich gerade sagen. Der Bluthund verlangt die Waffen von Arya. Im Dete. Danke. Musst du den hingeworfen haben. Euer König verlangt den Kopf von Jaqen H'ghar, bitte. Game bleibt bei mir, diese Runde. Aber der König würde niemals bitte sagen, oder? Wer Ball, was? Wir holen jetzt der Game bei mir. Vala Morghulis, ja. Joffrey. Also wir müssen erstmal Jack. Gilt der Königsbefehl immer noch? Ja. Dieser dicke Joffrey, Typ hier, der nicht richtig sprechen Joffrey, kann. Joffrey, oh, der hat hier irgendwas gelegt. Was ist das? Oh mein Gott! Wir werden angegriffen. Ich wurde überfallen. Hat die sexy Drachenfrau den Dicken erlegt? Gilt der Befehl jetzt immer noch? Ich bin doch noch am Leben, natürlich! Oh! Oder was? Hier fliegen. Was ist denn? Was ist denn? Ich bin aber nicht meine Drachen, hau auf damit! Was ist das? Du verstehst nicht. Das war mein letzter Befehl. Tut mir leid, Meister. Ich habe dich vernachlässigt. What the fuck? Weht ein kühler Wind von hinten. Ha! Wo ist denn der Dicke? Wer ist der Dicke? Was ist du? Möglich? Schießt du auf mich? Vorsicht! Zieh! Vala Morghulis, Daenerys. Nein! Was ist denn neben? Kann der dich eigentlich selbst umbringen? Geht das? Nein, das geht nicht. Bist du noch nicht tot? Nein, ist er doch nicht. Nein! Wenn das jetzt nicht mehr geklappt hätte. Das wäre knapp gewesen. Ich kam da nicht mehr weg. Die Kiste lag auf mir und die Leiche auch. Hätte ich seinen eigenen Namen sagen dürfen? Ich hab da nur im Shoppen gesehen. Oder hier, Jaqen H'ghar. Jaqen H'ghar. Aber gesehen konntest du mich, ich war direkt im Turm. Ja, und ich war gegenüber in dem Turm. Also, er hatte ich schon alles. Eine Exekution ist jetzt quasi verwirkt. Genau, er hat einmal. Oh Gott. Schon und ich darf mir. Und Bluthund, du hättest auch gerne sofort meinen Mörder erschießen können. Ja, ich war ganz ein bisschen verwirrt. Ich konnte auch nicht erst sehen, so, wer wurde jetzt getötet hier, weil ihr beide, bei den beiden Lannister, ne? Auch. Ja, aber trotzdem. Nee, Joffrey Baratheon. Weil er hab dich ja immerhin zu meinem Naja, aber dann plötzlich weggegangen. Ach so, und dann war wusste ich gar nicht. Hab ich gesucht. Ich weiß jetzt, wenn jemanden tötet. Cool. Du weißt gar nichts. Doch, jetzt weißt du. Jetzt darf er es wissen. Du weißt was. Du weißt alles, Arya. Hodor? Von Jamie kann man keine Waffen verlangen. Ein Mann hat gesehen, wie Hodor sich vom Turm geschmissen. Hodor ist sehr verzweifelt in seiner Situation. Der Blutfund verlangt von Hodor seine Waffe über den Rand der Welt. Hodor. Ich glaube, Hodor hat sich die Beine gebrochen. Hodor hat keine Waffen mehr gehabt. Steckt das gut weg. Hodor? Hodor. Der Nero ist hier mit einer geworfen oder? Nein. Ein Mann findet die Bauweise des Turms echt schrecklich. Ein Mann ist gerade vom Turm gefallen. Hodor! Irgendjemand hat eine Plasma-Granate vom hohen Turm geworfen. Das war ein mächtiges Drachenfeuer, mein Freund. War kein Drachenfeuer. Doch, es ist blau. Es ist. Oh Gott! Ja, doch, das geht. Ja, gut. Lümmelmann! Verpiss dich! Lümmelmann! Ja, das passt. Ich bin ganz grün in den Ohren. Oder noch ganz cool hinten. Naja. Au! Joffrey ist es wirklich! Der Königsmörder. Joffrey oben im Turm. Im hohen Turm. Ich weiß nicht. Euer König verlangt den Kopf des Bluthundes. Okay. Ein Mann hat den Auftrag bekommen, ein Menschenleben auszulöschen. Nein, hast du nicht. Nee, eigentlich nicht.
Die ganze Arbeit muss er hier selber machen. Holo. War schon ein Tod, gut ey. Gemacht, Geoffrey. Echt nicht leicht, ey. Oh Mann. Ja. Das ist echt nicht leicht, ne. Gott, ey, wenn die Trady die richtigen Rollen haben, dann ist es echt hart, ja. Ne, vor allen Dingen, weil halt man... Es kann ja sein, dass Draconet selber noch Traitor ist und dass ein Mann selber noch Traitor ist und so. Ich habe ja den Mord habe ich ja von Geoffrey auf. Er ist ja König, er gibt mir auch einen Befehl. Den, den hättest du auf jeden Fall ausfüllen müssen, aber es war ja der Blutdruck. Nee. Aber du hast ja sofort mich abgeknallt, deswegen habe ich erstmal gedacht, das ist falsch. Nee, von dem verlange ich keine Waffen, der lässt mich wieder umbringen. Ja, du nimmst seine Waffe und der lässt dich hinrichten. Solo? Ja. Das kann passieren. Oh, ich hab Angst. Jetzt bin ich schon wieder dead. Oh nö, das ist alles Ruhe. Das mächtige Drachenfeuer ist verängstigt. Gar nicht wahr. Hodor. Ganz genau. Hätte ich auch. Muss ja über Feuer sein auf der Map. Hätte ich auch gesagt. Hey! Was? Hodor. Ein Mann würde gern wen umbringen. Jack, Hodor. Bin vergiftet. Bleibst bei. Valamogul ist schon schnell. Ein Mann läuft nun mit dem kleinen Mann hin. Valamogul ist schon schnell. Ja, Valamogul ist schon schnell. Valador Heeres. Das hat ihn verpasst. Er lief hier gerade lang. Er ist auf dem Dach da oben. Ich darf ihn ja nicht töten, aber ich kann dir trotzdem helfen, weil wir jetzt Partner sind. Ich weiß nicht, wer mich verfolgt, aber ich weiß, dass ich unschuldig bin. Ein Mann ist auf der Suche nach John Schnee und würde gerne Hinweise entgegennehmen. Aber ein Mann muss mir auch folgen. Und der kleine Schnee. John Schnee sitzt auf dem Dach und versteckt sich. Oder. Oh, scheiße. Bluthund, hallo. Tag. Hab ihn! Oh Gott. Wenn sie rechts jetzt über aufs andere Dach gucken, dann sehen sie ihn. Hat jetzt jemand anderes schon Schnee getötet? Habt ihr ihn gesehen? Ich hab Joffrey umgebracht. Also, John Schnee wird weiterhin von Jacken gejagt und Jacken ist bei mir. Oh, hier ist Hodor. Hodor. Komm mit. Ich hab was Hübsches dabei gehabt. John Schnee kennt sich zum Glück gut aus hier. John Schnee weiß nicht. Natürlich. Könnte er denn sein? Vielleicht ist er oben. Er war gerade bei den Wildlingen. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite der Mauer. Oh Gott, wer ist es nochmal? Hodor. Nee, also, du nicht. Es steht da keiner zur Debatte. Es gibt nur einen Auftrag, der erfüllt werden muss. Genau. Hey, ihr Noobs habt noch nicht eure Avatare geändert, ey. Tut doch auch nicht. Ein Mann ist, glaube ich, auf der falschen Seite. Was hast du gemacht? Jemand, du bleibst bei mir, ey. Ist jemand gestorben? Oh, du bleibst bei mir. Ich komm jetzt weg. Komm jetzt weg. Komm auf. Also, komm mit. Oder? Was ist das kleine Mädchen jetzt noch hier unten? Nein. Hodor! Nein! Hodor? Ah, was machst du da, Hodor? Nein! Lassen Sie das bitte, Hodor? Hodor? Verdammt. Dafür darf ich jetzt den Auftrag ausfüllen. Hä, das stimmt ist doch der gar also der Bluthund ist es. Safe, auf jeden Fall. Und der Jacken-Auftrag ist jetzt, glaube ich, ins Leere gegangen. Aber bei dem muss jetzt keiner mehr töten. Unter der Treppe ist der Bluthund. Und er ist Traitor. Hodor? Ah. Ab ihn im Treppenhaus zum Wohnturm. Hodor. Das Treppenhaus. Hodor. Ah. Oh. Hast du gut gemacht, Hodor. Oh, ich dachte, Hodor. Du bist es, Nils, weil du einmal kurz in der Ecke stehen geblieben bist. Ich dachte, du hast geshoppt, aber ich weiß. Erster Shop, bleib kurz mit. Beschütze mich mal kurz. Ich muss mal shoppen. Ach ja. Amt. So. Ich weiß nicht, was hier geht. Oh, die Neger. Das ist eine Waffe für einen Mann wie mich. Ich bin in meinem Zimmer. Ja. Zimmer. Oh, du weißt doch gar nicht, wo dein Zimmer ist. Doch. Na, hallo. Natürlich. Hinfort! Na, Kleine. Hol die Drachen!
Ich hol die. Oh Gott. Okay, okay, okay. Oh Gott. Alter. Feuer ist nicht so meins. Wir haben eine Konstellation vergessen zu besprechen. Haben wir? Kann ich mir selbst einen Befehl geben? Nein, du bist nicht mein Jacken. Es gibt jetzt keinen Jacken gerade. Nicht Aria. Es gibt keinen Jacken, und was kein Aria da. Und Aria ist auch nicht da. Ist einfach nee, nicht existent, die Runde. Du bist gerade, also du bist im Charakter Aria. Wuhu! Und Schnee. Du hast noch keinen Jacken getroffen. Hodo. Ich glaube, Hodo hat was Interessantes. Warum brennt der Turm? Meinen Schöber. Das könnte Hodo mit einem langgezogenen O gesagt haben. Oh. 5 Punkte. Oh. Oh, yes. Ja. Hodor. Jetzt wieder zur Eule. Oh, Hodor ist es! Hodor. Hodor ist im. Hodor wollte mich gerade schwängern! Da, wo früher das Schwert war. Hodor. War denn das Schwert? Ich weiß nicht, wo das Schwert war. Hodor ist. Hier auf der langen Gerade. Auf der langen Gerade, ey. Auf der Staatslinie. Ja, ist in dem Turm hier, bei dem Aufzug. Komm, komm, Bastard. Ich, ja, boah, ich komm da nicht durch. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob ich... Gott. Daenerys war auf Traitor. Als überall Feuer war, war mir das ein bisschen komisch, weil ich da die Tempel bin. Ich habe meine fehlende Hand deutlich gemerkt. Echt witzig, muss ich sagen. Ach, ich war einfach Feuer. Ja! Herrlich. Das kannst du auch als Inu einfach rumschwerfen. Und als Traitor. Als Inu auch, natürlich. Der Brandgranaten, ja. Ja. Aber der Feuermagier nicht. Oder? So, kann man Feuermagier als Traitor? Ach ja, doch, ja. Natürlich, hab ich gedacht, natürlich! Völlig! Oder? Der ist sowieso. Oh! Oh, flog der Hand weg. Wow. Irgendjemand hat ja was geworfen. Waffe? Möchtest du ein meine Mann Waffe möchte haben, nicht, dass sein Name gesagt wird. Ich hab ne Idee. Oder? Guten Tag. Wie ein Mann heißt. Piep? Weil er Morgul ist. Die hat's grad Piep gemacht. Die hat jemand doch eine Melone gelegt. Oder? Weil er Dorahirs. Ich glaube, der Auftrag wurde ausgeführt. Nee, nee, noch nicht ganz. Nee, reicht. jetzt sagen, ja, nee, ist nicht, ist es ja auch nicht wirklich. Er hat es ja auch nicht getan. Stimmt. Er macht es aber gerade. Okay. Ich glaube, jemanden brennen. Wer ist das? Nee, stimmt. Brennt er ohne mich. Er hat es ja abgelehnt. So. Er muss. Nein, du musst es nicht tun, Jagen. Du musst es. Jagen. Ich glaube, das dauert noch. Komm. Okay, gehen wir wieder. Ich hatte einfach auf die Mauer hoch. Wäre zu einfach. Den irgendwie erlösen. Oder? Ich könnte meine Nadel nehmen. Komm, ich rette ihn. Jetzt heil ihn noch hoch die ganze Zeit, damit er nicht stirbt. Oh. Der ganze Turm brennt! Au! Ich hab damit nichts zu tun! Ich hab damit nichts zu tun! Haltet euer. Ah! Wo ist sie? Hodor. Ein Mann hat seinen Hodor. Auftrag ausgeführt. Wieso brennt der ganze Turm? Ich hab über nichts zu tun. Wollen wir uns das hier noch weitergeben müssen? Na super. Oh. Hodor. Hä? Friendship. Wie heißt das? Ich brenne. Hodor. Von da oben! Hodor, ja, Hodor. Gegenüber von dem. Von der Wendeltreppe. John Schnee weiß nichts! John Schnee weiß nichts. John Schnee ist tot. Sorry für den Spoiler, Hodor? Aber John Schnee ist tot. Hodor. Ey, sag mal, können wir mal bitte diese Drachentussi jetzt langsam vernichten? Hodor. Den ganzen Innenhof brennt. Hier brennt einfach Hodor. Alles. Nicht zynische Lachen. Wo ist denn Daenerys? Er hat Robert B. gehört, meine Freunde. Hodor. Gott. Nee. Ist nicht. Oh.
Hodor! Sackgesicht! Wir hätten noch machen sollen, dass Tyrion immer den Dingens kaufen muss, den, wo er so klein wird, weißt du? Winkel, Alter! Oder immer crouchen oder so. Ich habe mich erstmal daran erinnert, dass es ja die Szene gab mit dem eigenen Namen nennen und so, aber dass es dann nicht weitergeht, also dass es nicht gemacht wird, das habe ich dann irgendwie verpeilt. Ja, aber an sich ist es richtig. Der Austrag wird ja eigentlich ausgeführt. So schwer, sich hier umzubringen. Hm. Kann man denn nicht eigentlich jetzt eigentlich am Gesicht einfach wieder oder so? Fünf Minuten noch, denk dran, Joffrey. Gemacht, oder? Mhm. Genau. Einen habe ich ja noch. Und generell, der Bluthund hat da noch voll viel. Hodor? Zweimal habe ich noch übrig. John? Bastard? Ich weiß von nichts. Der Bluthund verlangt von John seine Waffe. Ich ja. Glückwunsch. Ah, bitte sehr, jetzt hast du aber keine mehr. Könnte man nicht damit... Das hat's gebrannt. Jetzt hast du die nicht mehr. Das ist schon mal schön. Hodor. Warum ist eigentlich schon wieder Feuermagier unterwegs? Also, weil ich die Technik bin und ich das ja, darf. Ja, ich musste, mit R kannst checken. Du auch noch springen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, irgendwas ging noch, ne? Mit du meinst R auf dem Drachen fliegen. Ja, mit R kann man Drachen. Drachen reiten. Rufen. Reiten. Macht mir Angst. Oh Gott! Oh shit! Ein Mann hat gesehen, wie eine Taube einen Menschen getötet hat. Aua. Aua. Rotneck und Tatort. Ich glaube, der Rotneck ist ganz schön verbrannt. Oh, hey, der hat doch sowieso schon ein Trauma. Mein König verlangt den Kopf des Verräters Jamie Lannister. Wisst ihr mehr als ich? Jamie Lannister wird verbrennt ihn. Oh, du hast. Der ging nicht an dich, der Auftrag. An warum alle. Hast du Bumerang? Warum hast du einen Bumerang? Weil der Bluthund gestorben ist. Ich höre. Man kann einen Jon Schnee nicht schwängern. Warum eigentlich? König Joffrey gibt mir direkt auch den Auftrag. Ich hab dich beobachtet, du hast sie gekauft ein paar Mal. Du bist so oft hin und her gerannt. Ich hatte schon ewig gekauft. Ich bin da oben einfach so lang gelaufen, weil ich keine vernünftige Waffe hatte. Und dann war ein Tatort da und bist du voll umgedreht. Ja, ich hatte 30 AP! Feuer! So viel Feuer! Wer hat die Sword of bekommen? Der Bluthund ist ganz zufrieden mit seiner Waffe. Die Drachen haben sie gefressen. Oh. Die Drachen. Die Drachen haben sie gefressen. Das, ist davon, das kommt davon, wenn du so viel Feuer rumwerfst. So eine Kacke. Die beste Rolle. Sie wurde entführt. Sie wurde entführt, ja. Spoiler! Hodor. Spoilern hier die letzten Staffeln. Oh, Gott sei Dank geht ja wieder normal reden. Ich weiß zum Glück nichts. Ah. Endlich wieder mal normal reden. Ah. Hey, ja, man schießt ein Mann mich. Würde gerne, dass Tyrion eine Rolle wählt. Hallo? Ich hab das schon dreimal. Ja. Oh nein, nachladen. Alle nachladen, ja. Alles klar. Das gestaltet sich immer ein wenig schwer mit nur einer Hand, aber es funktioniert. Wieso, du kannst in deine vergoldete Hand kannst du ja die Waffe legen, ja, und dann nachladen. Nein, ich habe die Magazine in der Hand starten. Achso, das macht so. Achso. Achso, das geht natürlich auch. Jagen ist. Ja, Jagen. Ich glaube nicht nur Jagen ist, ich glaube auch Arya ist. Ein Mann fühlt sich zu Unrecht beschuldigt. Ein Mann würde niemals lügen, oder? Drachen sind wieder auferstanden. Was ist denn eigentlich? Ich glaube, Tyrion, der Tyrion schießt. Hier oben wohl war. Der war hat, nicht du hast auf mich geschossen, Mann. Er ist immer noch da oben. Ja. Der Jaggen. Wende siegt halt Cleverness. Wir haben jetzt noch keinen Traitor. Doch, doch. Oder? Nee. Oder ist das wieder der Bug, den sonst nur Jon Schnee hat? Tyrion? Hm.
Verdammte Scheiße. Kyrin hat, glaube ich, ein Problem mit Feuer, habe ich so das Gefühl. Hatte jemand Feuer? Ja. Vor allen Dingen ein Problem mit meiner Sicht. Hier unten siehst du ja nichts. Oh, hallo. Was? Entschuldigung, das dauert ein bisschen mit dem Nachladen. Was? Und mit diesem gegenseitigen Kill beenden wir das Game of Thrones Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, da schaut mir an vorbei. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss. Oh. Der Winter naht.